Hallo liebe Freunde, willkommen auf meinem Kanal Victoria Wester und heute das Thema, wie ziehe ich gute Männer in mein Leben an? Und dabei geht es nicht nur um den Partner und das Video ist vor allem für die Weiber, für die Frauen. Und zwar geht es einfach darum, wie ziehe ich generell, ob das jetzt Geschäftspartner sind oder Vaterfiguren. Viele von uns haben ja, brauchen ja auch dringend eine Vaterfigur, weil der Vater abwesend war oder sonstig uns nicht das gegeben hat, was wir brauchen. Es geht einfach darum, wie versetze ich in so eine Schwingung, in so einen Zustand, dass ich großartige Männer in meinem Leben habe. Weil das, was ich sehr oft lese, ist eine große Unzufriedenheit mit den Männern im eigenen Leben und immer wieder schreibt man mir, Frau mir, ja, liebe Victoria, schon schön und gut, jetzt ja, komme ich jetzt in meine weibliche Kraft und was ist denn mit den Männern? Immer wieder, und was ist mit denen, was ist mit denen, was ist mit denen? Ich bin umgeben von lauter A-Punkt-Punkt und Luschis und wo sind denn die richtigen Männer? Wenn ich jetzt so ein richtiges Weib werde, wo sind denn die richtigen Männer? Was machen die denn? Und bla 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 bla. Und was ich erkannt habe und die Qualität der Männer in meinem Leben hat sich in den letzten Monaten extrem verbessert. Also wirklich. Ich habe großartige Männer in meinem Leben. Wirklich großartige Männer. Ob das jetzt eine Vaterfigur ist oder ob das jetzt Menschen sind, die sich für mein Wirken interessieren und Männer, die mit mir Interviews machen wollen auf einmal und die mich zu ihren Veranstaltungen einladen und mich in ihrer Nähe haben wollen. Und es sind großartige Männer, die ich bewundere, vor denen ich mich verbeuge, vor ihrem Geist, vor ihrem Mut, vor ihrem Werk. Und die Frage ist, was hat sich denn geändert? Dann, ne, ich spreche aus meiner Erfahrung. Ich werde nur aus meiner Erfahrung sprechen und auf der Grundlage dieser Erfahrung euch halt eben einige Tricks an die Hand geben. Ich habe mich geändert. Meine Weiblichkeit hat sich geändert. Meine Qualität als Frau hat sich geändert. Auch meine Kleidung hat sich geändert. Aber nicht nur das, sondern mein Schwingungsfeld, mein Bedürfnis, mich zu kümmern, fließend wie Wasser zu sein, Harmonie zu erschaffen in meinem Heim, in da, wo ich wirke, in meinem Tun, Schönheit überall zu bringen, wo ich komme, oder versuchen zumindest. Ich habe mich geändert. Ich bin zu einer reifen, selbstgenügsamen Frau geworden, die weiß, wie man Energien in ihrem Körper leitet, wie man sich aufladen kann von alternativen Quellen, wie von der Mutter Erde, wie vom Kosmos, durch die Kleidung, die auch in der Lage ist, ihre negativen Emotionen, die aufsteigen, Prozesse mit sich selbst auszumachen. Und wenn das passiert, wenn du sagst, ich bin selbstverantwortlich für mein Schicksal. Niemand schuldet mir etwas. Ich arbeite daran, dass ich eine bessere Frau werde. Dass ich ein Urweib werde. Dass ich in meine weibliche Kraft komme. Durch die Kleidung, durch Gesänge, durch das Tanzen, durch spirituelle Praktiken, durch Bewusstheit in mein Leben, dass ich ein Weib bin. Dass ich dazu da bin, um alles harmonisch zu erfüllen. Dann ändern sich die Qualität der Männer. Dann hast du in deinem Leben Männer, von denen du ihre Muse bist. Du inspirierst sie, du beflügelst sie. So einfach ist das. Ich habe keine Luschis und A-Punkt-Punkt in meinem Leben, weil auch die alten Männer, die neuen sind sowieso großartig, aber auch die alten Männer ehre ich. Ich ehre die Männer in meinem Leben. Ich bin nicht ein kleiner Backfisch mit ständig saurem und unzufriedenem Gesicht, sondern auch, kommt schon mal vor auch, aber ich bin mir dessen bewusst und ich arbeite daran, dass ich gut gelaunt bin, dass ich mich um mich kümmere, weil ich weiß, welche Wirkung ich habe auf Räume. Ich bin Wasser. Das Wasser breitet sich aus.
breitet sich aus. Es umschmeichelt, es harmonisiert, aber es breitet sich auch extrem aus. Das heißt, alle meine Stimmungen breiten sich auch extrem aus. Ich bin wie Wasser. Ich kann meine ganze Familie, mein ganzes Umfeld zu einem Paradies, zu einem Garten, wunderschön blühenden Garten verwandeln, oder ich kann alle vergiften mit meinem vergiftenden, unzufriedenen, ständig meckernden Wasser, ständig nicht genug, ständig nicht zufrieden, egal was, es ist nicht so, wie es sein sollte. Achtet mal drauf. Und dann werden die Männer in eurem Leben zum Lackmuspapier eurer Qualität als Weib. Das heißt, wenn in meinem Leben lauter A-Punkt-Punkt sind und Weicheier und Luschis und sonst irgendwas, kann ich mir sagen, oh, da muss ich ja schleunigst an meiner Weiblichkeit mal arbeiten, um das mal zu ändern, um die Männer in meinem Umfeld radikal entweder auszutauschen oder vielleicht einen zweiten reifen, wohlwollenden Blick auf diese Männer zu werfen. Das Weib hat eine immense magische Kraft, ihre Männer auch zu formen. Das Weib hat die Kraft, den besten Mann in den Abgrund zu ziehen. Und gut, den schlechtesten jetzt nicht, es gibt hoffnungslose Fälle. Da braucht man auch nicht mehr zu reanimieren, wenn das Pferd tot ist. Keine Wiederbelebungs- und Beatmungsmaßnahmen helfen bei einem toten Pferd. Das ist aber auch meine Kraft des Weibes, der Wertschätzung, der internen Prozesse, alchemischen Prozesse des Andockens an die Göttinnenkraft, die ich mache, um mit einem scharfen Blick zu bestimmen. Das kommt mir nicht ins Haus, oder das ist längst vorbei. Innere weibliche Kraft zu kultivieren ist das A und O, um die richtigen Männer in dein Leben anzuziehen. Und wenn sie dann mal kommen, Mai, ist das schön mit denen. Mai, ist der Austausch schön. Und du ziehst gute Männer in dein Leben ganz bestimmt nicht an durch ganz viel Dekolleté und ganz viel Minirock. Du ziehst genau solche verwirrten, niedrig schwingenden Männer an. Du ziehst die Männer an, indem du wieder deine Ganzheitlichkeit herstellst. Dabei hilft uns das vedische Wissen, hilft mir immens. Diese Eigenschaften des Weibes als Wasser, fließend, sanft, das hilft nicht nur dir, dich hormonell auszugleichen, sondern das hilft auch den Männern in deinem Umfeld, dich mehr wertzuschätzen. Die ganze Welt verhungert nach echter Weiblichkeit, nach echter Sinnlichkeit, nicht dieser aggressiven, offensiven, frontalen Sinnlichkeit, die keine ist, die einfach nur Verzweiflungsakt ist, Geschrei nach Liebe, sondern einer tiefen, alchemischen Sinnlichkeit, wo du denkst, meine Güte, bin ich froh, in einem weiblichen Körper zu sein, in diesem Resonanzorgan für Lust, für Sinnlichkeit, für Geschmack, fürs Leben. Gott sei Dank, thank God I'm a woman, sagt man im Englischen. Wenn du den Punkt erreicht hast, thank God I'm a woman, dann kommen die thank God I'm a man Männer in dein Leben. Wir reden doch ständig von dem Gesetz der Resonanz. Deswegen, liebe Damen, ich möchte es nicht mehr unter meinen Videos lesen. Wir haben großartige Männer in diesem Land. Wirklich großartige Männer. Sie warten nur darauf, von uns gesehen zu werden, von uns gewertschätzt zu werden. Sie warten nur darauf, dass du endlich ihre Muse wirst, dass du in deine Kraft trittst. Also hör auf zu meckern, dich zu beschweren, immer wieder zu gucken, was die da so machen. Fang deine Arbeit an. Fang zu einem besseren Weib zu werden. Dann ziehst du ganz tolle Männer in dein Leben an. Männer, die für dich so viele Sachen machen möchten, ohne dass du sie annervst und dass du meckerst und dass du ständig nörgelst, sondern von sich heraus. Ist erwiesen. Ich habe es getestet. Ist so. Wenn du als Weib auftrittst, dann
möchte ein Mann auf einmal auch ein Mann werden. Ist so. Irgendwo müssen wir anfangen. Nicht immer bei dem anderen schauen und du. Fang mal bei dir selbst an. In dem Sinne, oder bei dem kosmischen Licht. Bis bald.